Hallihallo und ein verschwitztes Moin Moin. Wie versprochen, testen wir jetzt das andere Ende. Das letzte Mal haben wir Sarah ja kaltherzig im Stich gelassen. Diesmal retten wir sie. Dann müssen wir sie retten. Also los, kommen Sie. Guter Martin. Mal schauen, was passiert. Da liegt ein Tonikum. Warum habe ich das nicht eingesammelt? Achso. Hier sind wir letztes Mal noch nicht lang gefahren. Martin, sind Sie sicher, dass das hier der richtige Weg ist? Ich bin mir eigentlich sicher, aber vielleicht haben wir die 42. Straße verpasst, wo wir abbiegen hätten müssen. Sollen wir nochmal zurückfahren? Warten Sie eben hier, ich schaue mich mal kurz um. Ich denke, du willst Sarah retten, du Held. Okay, das Tonikum haben wir mit. Da ist nix. Können wir weiterfahren? Nö. Oh, Framerate-Einbruch wieder. Ach Gott, ist das heiß heute. Nach der Aufnahme unbedingt wieder die Fenster aufreißen. Eieiei. Ups. Was? Martin. Da ist der dunkle Mann schon wieder. Oh nein. Und wer ist das? Hallo. Die Tür ist mit einer Kette und einem Vorhängeschloss verschlossen. Ich weiß wieso. Aber der bricht da bestimmt gleich raus. Und macht uns Ärger. Hier ist alles voll mit toten Menschen. Und da steht Hölle. Die Tür ist mit einer Kette und einem Vorhängeschloss verschlossen. Das kennen wir schon. Das hast du schon mal gesehen, genau. So, Tonikum gefunden. Hä? Untersuchen. Na los. Kann er nicht untersuchen. Na nun. Okay, und was jetzt? Na, da ist auch eine Tür, da können wir vielleicht rein. Tatsächlich. Natürlich noch ein Tonikum. Tja, bin ja mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Und vor allem wie lang. Und der Zettel wird doch grundlos angestrahlt. Wow. Eieiei. Ach, laut. Laut, laut, laut. Boah, da habe ich mich jetzt echt verjagt, weil es ist knackig hell draußen. Ja, da kann man auch nichts machen. Nö. Da ist auch nichts. Da auch nicht. Da auch nicht. Gehen wir hier rein. Oder auch raus. Boah, Framerate. Verdammte Scheiße. Da geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Ich weiß noch nicht mal, wo wir hin müssen. Die Tür scheint jetzt offen zu sein. Woher hast du den Schlüssel? Warum gehst du da überhaupt rein? Hey, Moment. Das ist doch das Krankenhaus. Na nü. Bah. Den Gang kennen wir doch. Speichern! Vielen Dank. So, Framerate, wenn du dich jetzt nicht sofort beruhigst. Wo müssen wir denn jetzt hin und Sarah suchen, bitte? Hier vielleicht? Pfui. Hallo, jemand zu Hause? Ach, hier waren wir doch gerade. Ups. Ja, ja, man merkt schon, die letzte Aufnahme ist wieder 24 Stunden her. Äußerst suspekt.
Hier ist nur der arme Pastor. Oder Pater. Und hier ist kaputt. Ab hier gibt es kein Zurück mehr. Noch warten. Oder? Ja, vielleicht nochmal gucken. Waffe Schwert, wer ist für den Mist verantwortlich? Wahrscheinlich ich, weil wir keine Munition mehr haben, kann das sein? Doch, wir haben welche. 43 Schuss, na super. Ist ausgerüstet, sehr gut. Nein? So. Das mit der Framerate gefällt mir nicht. Wenn das gleich auch noch kommt, dann ist Kacke am Dampfen. Und so. So, jetzt am besten nochmal irgendwo speichern. Wo geht denn das? Hier ganz offensichtlich nicht. Hier auch nicht. Ach, da fällt mir ein. Können wir hier jetzt was Neues sehen? Man kann die Zellen auch verwalten. Ich möchte aber die Kamera benutzen. Ja, der Verbandskasten fehlt. Dann war das die Zelle, in der wir drin waren. Aber hier muss doch noch ein Speicherpunkt sein. Hier war doch ganz genau. Ich weiß es ganz genau. Stimmt, hier waren wir auch noch gar nicht. Abgeschlossen. Ach, siehst du, meine ich doch. So. Und auf geht's. Schon wieder vollkommen verschwitzt hier. Ach Gott. Hitze kann ja überhaupt nicht ab. Kälte geht, aber Hitze. Ja. Raum betreten. Hooray. Oh Gott. Nimmst du das? Ich will da gar nicht so ran. Chop. Doch, aber so viel Schaden macht er nicht. Dann machen wir mal einen auf Revolver Ocelot, wer den kennt. Wer den kennt, bitte Finger hoch. Ah. Hey. Nimm das. Oder auch nicht, je nachdem. Aber hier fehlt mir jetzt noch epische Endbattle-Mucke. Und hier nochmal ein Medikament. Und das ist dann ja wohl der ominöse Endgegner. Aha. Tabi, put them up. Das ist wieder viel zu laut. Was willst denn du? Ach, Mist. Pfui. Aua. Na, das geht ja noch. Ja, das funktioniert alles nicht so wie soll. Schaffen. Gesundheit, oh, wir sind fast tot. Macht ja nichts. Wir haben ja gespeichert. Boah. Bei Hitze kann ich auch gar nicht so gut reden, fällt mir gerade auf. Das geht nicht. Aha. Na? Ach, Gottes Willen. Lässt du das jetzt mal bleiben? Ungezogen ist denn das? Hat dir deine Mutti keine Manieren beigebracht? Hallo? Lass mich da ran. Das ist kein Wetter für so einen Kampf. Überhaupt kein Wetter dafür.
Boah, jetzt gibt's was Saures. Haha. Ich frage mich jetzt nur, wie der in das kleine Krankenhaus reinpasst. Naja. Na, was hast du zu vermelden? Sprich. Ja, eben nicht. Hallo, Sarah. Sarah, ich dachte, du wärst tot. Ja, du hast es geschafft. Ich konnte dir nicht helfen. Er hatte mich in seiner Gewalt. Was war das für ein Vieh? Er wollte dich persönlich haben. Daher kam er persönlich hinauf, nur um dich zu holen. Fragezeichen. Hinauf? Ja, sag mir nicht, dass das eben der... Doch, höchstpersönlich. Warum kommt er persönlich für mich? Du hast so viele Leute getötet, jedoch weißt du nicht, was das für Personen waren. Du hast uns geholfen, diese zu retten. Die Leute, die du erledigt waren, Mörder, Verbrecher, Vergewaltiger. Alle schlechte Menschen, für sie gäbe es nur einen Ort, wenn sie sterben. Dadurch, dass du sie getötet hast, hast du sie von ihren Sünden befreit. Wir sollten nicht zu lange hier verweilen, wir müssen los. Menü. Er hat das Licht angemacht. Baboom. Okay, hier sind wir wieder bei der Endsequenz. Ich lese es nochmal vor, weil es so schön war. Mehr oder weniger. Hallo. Letzte Nacht ereignete sich in der 12. Straße in Calgary ein folgenschwerer Unfall. Ein Polizist kam von der Straße ab und krachte in ein entgegenkommendes Auto. Der Polizist war sofort tot. Die Person im entgegenkommenden Auto wurde durch die Frontscheibe nach draußen gesteuert und starb noch am Unfallort. Weiterhin krachte ein Lastwagen hinten auf das fahrende Auto. Der LKW transportierte ein weiteres Auto, welches bei dem Zusammenprall in die Fahrerkabine krachte. Der männliche Insasse wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert, blieb aber mit den Beinen im LKW hängen. Außerdem ist ein Motorradfahrer in den schweren Unfall betroffen. Auch er starb an der Unfallstelle. Nach polizeilichen Angaben sind alle in dem Unfall verwickelten Personen ums Leben gekommen. Die Polizei ist zurzeit dabei, die Person zu identifizieren. Der LKW-Fahrer ist der oben in den Bergen wohnende Hotelbesitzer Sean McKean. Der Motorradfahrer, der durch eine Stichflamme, welche aus dem mittleren Auto ausgetreten ist, verbrannte, scheint der Pater Patricius zu sein. Als weitere Person wurden ein Mitarbeiter des St. Maria Waisenhauses namens Martin Gordon, der identifizierte Polizist und der Krankenhauswärter Barney Nikolai Wiseman. Ob er schuld an dem ganzen Unfall ist, wird das Calgary Police Department nie herausfinden. Die letzte Person ist ein Mann im Alter von 55 bis 60 Jahren. Seine Identität konnte noch nicht festgestellt werden. In seinem Auto wurde ein Schwert gefunden, welches nach Angaben des Lethbridge Police Departments einen gesuchten Serienkiller gehört. Die Polizei setzt alles daran. Pünkt, pünkt, pünkt. Tja, wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben die Welt gerettet. Oder auch nicht. Ich weiß es gar nicht so genau. Tja, irgendwie hat man das Gefühl, da fehlt noch ein bisschen. Wie zum Beispiel hängt die Sarah da jetzt mit drin? Die war nicht bei den Unfallopfern aufgelistet? Denn das schwarze Dämönchen da, was wir letztens erst mit der Schrotflinte ins Jenseits befördert haben, also nach Hause geschickt. Tja. Wir werden es wohl nie erfahren. Warum, weshalb, wieso? Naja. Alles in allem aber recht nettes Spiel mit ein paar Schockern drin. Ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Aber naja. Für ein bisschen hat's gereicht. Gut. Soweit von mir. Wir sehen uns dann morgen. Morgen. Bei einem neuen Projekt wieder. Was es genau ist, weiß ich noch nicht. Muss ich noch mal ein bisschen gucken. Vielleicht kram ich auch mal was aus meinem Regal aus. Wobei das ja wieder... Ach, ich schau mal. So, von mir jetzt auf Wiedersehen und tschüss.